Wolken, Klimafaktor und Wettermaschine. Sturmwolken, 15 Kilometer hoch und mächtiger als Atombomben. Eine Gleitschirmfliegerin wurde von einer auf 10.000 Meter hochgesaugt. Wolkengucken als meteorologische Meditation. We're in Somerset, in the middle of Somerset, which is down in the south. Wir befinden uns in Somerset, im Südwesten Großbritanniens. Das Wetter hier kommt oft vom Atlantik. Es ist ein guter Ort zum Wolkengucken. Ganz in der Nähe befinden sich die Somerset Levels, eine weite, flache und dünn besiedelte Gegend. Der weite Himmel über dem Flachland macht sie zu einem guten Ort, um Wolken zu betrachten. Ein Hügel, ein erhöhter Aussichtspunkt, bietet sich auch an, denn von dort bekommt man einen besonders guten Überblick und nichts verstellt einem den Blick auf den Himmel. Gavin Prattopini ist Schriftsteller, Philosoph, Grafiker und Journalist. Seine Zeit teilt er zwischen London und seinem Landhaus in Somerset. Für das Cloud-Spotting, das Wolkengucken, müssen Sie keine große Reise machen. Das Großartige daran ist, dass Sie nur einen Moment brauchen. Sie müssen nur eine Minute innehalten, aufschauen und sich bewusst machen, was sich über Ihnen in der Atmosphäre abspielt. Es ist eine Form von meteorologischer Meditation. So können Sie kurzzeitig Tempo aus Ihrem Leben nehmen. Und das scheint mir wichtig. Wolken verändern sich nach ihrem eigenen Rhythmus, einem anderen Tempo als unserem. Wenn Sie beobachten, wie sich der Himmel verändert, dann halten Sie inne und ich glaube, das ist gut für die Seele. Allein in Großbritannien hat Gavin Prattopini über 130.000 Exemplare seines Wolkengucker-Buchs verkauft und führte damit monatelang die Sachbuch-Bestsellerlisten mit an. Mit dem Buch wollte ich das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Vom künstlerisch-ästhetischen, dem emotionalen bis hin zum wissenschaftlichen. Das ist an Wolken auch so großartig. Einerseits sind es physische Phänomene, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten gehorchen. Andererseits haben sie eine starke emotionale Komponente. Wolken üben eine starke Wirkung auf unsere Gefühle aus. Viele Wissenschaftler sagen heute, dass wir uns gerade aus wissenschaftlicher Sicht mit Wolken befassen müssen. Denn der Einfluss von Wolken auf das Klima ist sehr groß. Wolken sind der große Unsicherheitsfaktor, wenn es um Prognosen bei der Klimaerwärmung geht. Clouds are the wild card when it comes to making predictions about climate change. Die junge Technik der Erdbeobachtung aus dem Weltall legt den Schluss nahe, dass sich die Bewölkung weltweit verändert hat. Doch erst längere Messungszeiträume werden eindeutigere Schlüsse zulassen. Wenn sich Klimaforscher über das Ausmaß der Erwärmung oder des Anstiegs des Meeresspiegels uneinig sind, so liegt das zu einem großen Teil am noch ungenügend erforschten Klimafaktor Wolke. Die Wolken haben mich zur Meteorologie gebracht. Ich habe als Kind schon gerne im Sommer auf dem Rücken gelegen und mir die Wolkenformen angeschaut, die sich entwickelten, und mit meinen Freunden darüber spekuliert, was das nun sein könnte, ein Drachen oder eine Taube oder ein böser Lehrer in seinem Angesicht. Und so habe ich mich eigentlich immer zunehmender für die Bildung auch dieser hübschen Atmosphärengestalten interessiert und bin letztlich dadurch auch zum Studium der Wetterkunde gekommen. Wir haben uns dieses Wolkenlabor vor einigen Jahren geleistet
weil wir im Feld leider Gottes nicht alles in der Wolkenforschung tun können. Das wichtigste Problem, das wir im Feld haben und nicht lösen können, ist, dass immer alles gleichzeitig passiert. Physikalische Prozesse, chemische Prozesse, Strahlungsprozesse laufen in der Wolke immer gleichzeitig ab. Um die einzelnen Teile zu trennen und damit auch die Möglichkeit zu bekommen, den menschlichen Einfluss auf physikalische Prozesse oder auf chemische Prozesse in der Wolke zu quantifizieren, also zahlenmäßig festzulegen, müssen wir die einzelnen Prozesse voneinander trennen. Das Leipziger Wolkenlabor ist das einzige seiner Art. Der Aufwand, der hier betrieben wird, um unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen, wie sich welche Wolken bilden, ist immens. Die Temperatur im 16 Meter hohen Turm etwa muss überall genau gleich sein, damit das Messergebnis nicht verfälscht wird. In der Atmosphäre gilt, ohne Staub keine Wolke. Das heißt, jeder Wolkentropfen, jeder Schneekristall ist ursprünglich auf einem Staubpartikel gebildet worden, darauf kondensiert der Wasserdampf. Aerosole, das heißt Schwebeteilchen in der Atmosphäre, sorgen dafür, dass der Wasserdampf in der Luft schon bei niedrigerer Sättigung kondensiert. Resultat: Eine Wolke entsteht. Also Aerosol gab es schon immer, schon lange bevor die Industrialisierung eingesetzt hat. Alles mögliche kleine, luftgetragene Partikel, flüssig oder fest, die aus einer Vielzahl von Quellen kommen, natürlichen Quellen und auch anthropogene, also menschliche Quellen. Und dort vor allen Dingen Verbrennungsprozesse, Verkehr, Krafterzeugung, Energieerzeugung. Überall, wo was brennt, werden kleine Partikel erzeugt. Die Wirkung von Aerosolpartikeln auf die Wolkenbildung ist sehr vielfältig. Das klingt sehr allgemein und vage, aber leider ist es so, dass wir die Vielzahl der Möglichkeiten noch nicht hinreichend verstanden haben, um ein abschließendes Urteil zu fällen, inwieweit die Wolken und natürlich auch der Niederschlag von menschlichen Partikeln vor allen Dingen beeinflusst werden. Das Jungfraujoch vom Bahnhof Kleine Scheidegg im Berner Oberland ausgesehen. Der Atmosphärenchemiker Urs Baltensberger vom Schweizerischen Paul-Scherrer-Forschungsinstitut nutzt die einzigartigen hochalpinen Umweltbedingungen für seine Wolkenforschung. Kaum einer der vielen Tagestouristen weiß, dass das Jungfraujoch auch eine internationale Forschungsstation beherbergt. Auf 3500 Metern über dem Meer ist die Forschungsstation oft in den Wolken. Forscher wie Urs Baltensberger und Joost Heinzenberg können also nicht nur an Ort und Stelle die Wolkenbildung studieren, sondern auch direkt in Wolken Messungen vornehmen. Am höchstgelegenen Bahnhof Europas angekommen, begibt sich Urs Baltensberger direkt in die für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Forschungsstation. Wir interessieren uns vor allem für die Teilchen, die verantwortlich sind, dass diese Wolken überhaupt entstehen, die sogenannten Aerosolteilchen. Weil ohne solche Aerosolteilchen die Wolken erst bei viel höherer Übersättigung gebildet werden würden. Diese Aerosolteilchen, die kommen einerseits da von unten aus der Ebene hoch. Insbesondere bei schönem Wetter werden sie da hochtransportiert durch die Thermik. Und andererseits werden sie auch hier oben durch die lebendige Atmosphärenchemie gebildet, also Partikelbildung hier oben in der freien Troposphäre neben dem Transport von unten. Beides läuft oftmals parallel. Es geht um die Frage, wie verändert der Mensch die Umwelt, wie verändert er beispielsweise diese Aerosoleigenschaften. Und weil diese Aerosoleigenschaften für das Klima einerseits direkt, andererseits aber auch über die Wolkenbildung von entscheidender Bedeutung sind, ist es absolut wichtig, dass wir diese Eigenschaften besser beschreiben können. Das hat für die zukünftige Entwicklung des Klimas eine ganz wichtige Bedeutung. Wir messen hier oben eine Vielzahl von Parametern, von Variablen an diesen Aerosolen, also die Größenverteilung, die Streuung der Teilchen, die Absorption. Das alles sind Prozesse, die sich oder Größen, die sich ändern durch die Alterungsprozesse, die während des Transports der Aerosolteilchen ablaufen. Und wir wollen verstehen, wie durch diese Veränderungsprozesse
der Einfluss auf das Klima durch diese Wolkenbildung eben verändert wird. Forschungsinstitute aus ganz Europa messen auf dem Jungfraujoch. Neben den Atmosphärenchemikern und Professor Baltensberger ist es auch die Leipziger Gruppe von Professor Heinzenberg. Nur Martin Fischer, der Betriebsleiter der Forschungsstation, lebt permanent hier, auf 3500 Metern über dem Meer. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Wartung der Messgeräte auch die Wetterbeobachtung. In den 6 Jahren seines Aufenthalts hier oben hat er Veränderungen im Wetter festgestellt. Und auch das überfirnte Jungfraujoch selbst sinkt aufgrund der Erwärmung der Atmosphäre jedes Jahr einige Dezimeter ab. Also es gibt viel mehr Regen im Sommer oder so Tage, wo es Regen gab. Am Anfang waren die sehr selten und zum Beispiel letzten Sommer gab es recht viel. Und auch einfach so viel Gewitterregen, was man hier oben nicht gewöhnt war. Also normalerweise ziehen am Nachmittag oder so die Cumuluswolken hoch. Und dann sind wir hier später im Nebel und normalerweise käme dann Schnee. Und jetzt, weil es wärmer ist, regnet es vielmals. Während sich die meisten Wetterdaten automatisiert erheben lassen, kann die Bewölkung nur mit einem geschulten Auge klassifiziert werden. Es gibt 10 Wolkengrundtypen, die nach ihrer Höhe und ihrem Erscheinungsbild geordnet werden können. Wir unterscheiden Wolken erst einmal in tiefe, mittlere und hohe. Die tiefen Wolken sind Cumulus, Stratus und Stratocumulus. Stratus formen graue Wolkenschichten. Cumulus sind Haufenwolken, die aussehen wie Baumwolle. Stratocumulus-Wolken sind eine Mischung, Schichten von Haufenwolken mit stark unterschiedlichen Farbtönen. Die mittelhohen Wolken sind Nimbostratus, Altostratus und Altocumulus. Nimbostratus ist wahrscheinlich die unbeliebteste Wolkenformation überhaupt. Es ist ein grauer Himmel, der lang anhaltenden Regen mit sich bringt. Ein bisschen wie ein ungeliebter Gast, der nicht nach Hause gehen will und alle langweilt. Nicht gerade meine Lieblingswolke. Altocumulus, sehr schön. Runde Klumpen von Wolken. Und dann gibt es die hohen Wolken, Cirrus, Cirrostratus und Cirrocumulus. Sie bestehen aus Eiskristallen und weisen oft Bänder und Streifen fallender Eiskristalle auf. Und dann gibt es natürlich noch die Königin der Wolken, der Cumulonimbus, die Sturmwolke, die Donner, Blitz und Hagel produziert. Sie kann sich mit anderen Wolken zu einer großen Sturmfront verbinden oder auch allein bleiben. Sie wird Königin der Wolken genannt, weil sie so enorm hoch ist, bis zu 16 Kilometer, und die Kraft von 10 Atombomben der Hiroshima-Klasse entwickeln kann. Sie stellt alle anderen Wolken in den Schatten, was ihre Größe und Kraft anbelangt. Die Weltcupsiegerin im Gleitschirmfliegen Eva Wisniewska hat im Februar 2007 auf der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt, als sie unfreiwillig in eine Cumulonimbus-Sturmwolke geriet. Wir Gleitschirmflieger sind natürlich in dem direkten Kontakt mit der Luft. Das heißt, wir bewegen uns in der Luft, die leider unsichtbar ist. Und Wolken sind eins von Zeichen, die uns eben zeigen, was in der Luft passiert, zum Teil. Die zeigen uns eben an, wo die Luft hochsteigt. Und wir nutzen natürlich diese aufsteigende Luft, um hochzukommen, um natürlich dann höher zu machen und möglichst weit fliegen zu können. Also die helfen uns einfach, die Luft besser zu verstehen. Im Februar 2007 absolvierte Eva Wisniewska einen Trainingsflug für die Gleitschirmweltmeisterschaft in Australien. Eine kleine Wolke, die für mich ungefährlich war, hat sich blitzartig zu einer Gewitterwolke entwickelt. Und ich befand mich leider in der Nähe dieser Wolke und die hat mich mit einer unglaublichen Kraft eingesaugt und bis auf fast 10.000 Meter hochgesaugt.
inklusive Regen und Hagelschlag und allem, was dazu gehört. Und einen Kollegen hat es leider richtig schlecht getroffen. Der ist vom Blitz getroffen worden und ist in der gleichen Wolke dann gestorben. In dieser Gewitterwolke hatte ich Steigen von 20 Meter pro Sekunde. Das sind etwa 80 km/h. Vertikal, senkrecht nach oben. Und dann sogar Sinken von 33 Metern pro Sekunde. Also das sind Geschwindigkeiten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit dem ganzen Gleitschirm, mit allem, was ich dabei habe, dass man so schnell hochsteigen kann. Also das sind schon immense Kräfte. Und auch die Turbulenzen, die dabei entstehen. Also mein Schirm ist eingeklappt und wieder aufgegangen. Unglaublich. In der Wolke selbst kann man nicht sehen. Das ist so wie in einem ganz dichten Nebel. Ich konnte dann teilweise meinen Schirm überhaupt nicht mehr sehen und er ist nur 7 Meter über mir. Ich konnte mich dann zum Glück noch retten. Nachdem ich bewusstlos wurde, bin ich dann doch irgendwann wieder aufgewacht und konnte eine sanfte Landung absolvieren und habe dann Erfrierungen erlitten. Aber ansonsten hatte ich richtig, richtig Glück. Nur ein einzelner Delta-Segler wagt sich an diesem Tag in den Bayerischen Voralpen in die Luft. Der ist mutig, gell? Der ist mutig. Für die Gleitschirmflieger ist es zu windig. Es ist natürlich so, dass so eine Gewitterwolke, die sich jetzt da im Hintergrund entwickelt hat, natürlich die Luft einsaugt. Und deswegen haben wir jetzt hier am Startplatz auch die ganze Zeit zu viel Wind. Und das ist jetzt eben diese Macht, diese Wolke, die sie ausübt. Und da sind wir Textilflieger, wie man uns auch nennt, leider zu schwach und kommen nicht dagegen. Und deswegen werde ich heute doch nicht fliegen können. Seit ihrem Erlebnis in der australischen Gewitterwolke ist Eva Wisniewska vorsichtiger geworden und lässt lieber einmal einen Flug ausfallen. Zürich. Auch am Institut für Atmosphäre und Klima der ETH, wo die Atmosphärenphysikerin Ulrike Lohmann unterrichtet, interessiert man sich für die Sturmwolke Cumulonimbus. So that's a cumulonimbus seen from space. So here you see actually the a real big one. You see some small elements. Ulrike Lohmann ist eine der Hauptautorinnen des vielbeachteten UN-Klimaberichtes 2007. Dieser hält erstmals fest, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht ist. Ja, ich bin besorgt aufgrund des Klimawandels, weil es ist ganz klar, es wird wärmer werden. Und es ist ganz klar, dass das Klima schon 2050 nicht mehr das ist, was es jetzt ist. Es wird einiges wärmer werden. Für diesen Raum heißt es, die Sommer werden trockener werden, im Winter wird es wahrscheinlich feuchter. Aber wir müssen mit mehr Hitzesommern, so wie es 2003 gab, rechnen. Wir müssen mit mehr Überschwemmungen rechnen. Auf jeden Fall ist das besorgniserregend. Die unbekannte Größe bei allen Klimamodellen ist der Einfluss der Wolken. Tiefe Wolken führen tendenziell zu einer Erwärmung des Klimas, da sie Sonnenlicht gut durchlassen und Wärme auf die Erde zurückstrahlen, also isolierend wirken. Hochgelegene Wolken haben einen umgekehrten Einfluss. Auch Ulrike Lohmanns Gruppe befasst sich mit der Wechselwirkung von Aerosolen und Wolken und deren Einfluss aufs Klima. Untersucht wird vor allem die Rolle von anthropogenen, also vom Menschen produzierten Aerosolen auf die Eiskristallbildung. Damit sich ein Wolkentröpfchen bildet, braucht es einen Kondensationskeim, braucht es einen Keim, an dem es sich bilden kann. Und das sind diese Feinstaubpartikel, die wir in der Atmosphäre haben. Und die nehmen zu durch menschliche Aktivitäten. Die nehmen zu durch Autoauspuffgasen, industrielle Produktion. Und je mehr von diesen Feinstaubpartikeln wir haben, desto mehr Wolkentröpfchen kriegen wir auch. Und mehr Wolkentröpfchen, wenn der Wassergehalt in der Wolke sich nicht verändert, führt dazu, dass die Wolke heller erscheint. Normale Wolken lassen viel Sonnenstrahlung durch, während verschmutzte Wolken weißer sind und deshalb mehr ins Weltall zurückreflektieren. Industrie- und Verkehrsabgase führen also groteskerweise dazu, dass sie die Klimaerwärmung durch Treibhausgase kurzfristig maskieren. Die Summe aller Effekte geht in Richtung einer Abkühlung. Aber die Höhe der Abkühlung ist noch sehr unsicher im Vergleich zu der Wirkung von Treibhausgasen, die viel besser bekannt ist. Da liegen also Größenordnungen in der Unsicherheit dazwischen. Während bei Treibhausgasen vielleicht eine Unsicherheit von 20% in dem Klimaeffekt existiert,
liegen wir bei Aerosolen und Wolken bei einem Faktor 10 oder vielleicht noch höher. Und das ist völlig unerträglich und deswegen investieren wir auch sehr viel in Aerosol- und Wolkenforschung. Nicht vollständig geklärt ist auch, was mit vom Menschen verursachten Aerosolen geschieht, wenn sie aus Siedlungsgebieten hochsteigen. Durch die Sonneneinstrahlung und die Oxidation werden chemische Prozesse in Gang gesetzt und die Aerosolteilchen wachsen und verändern ihre Eigenschaften, während sie in höhere Schichten der Atmosphäre aufsteigen. Um solche chemischen Veränderungen zu studieren, hat Urs Baltensberger an seinem Forschungsinstitut eine sogenannte Smogkammer eingerichtet, wo sich diese Phänomene gezielt studieren lassen. Hier wird untersucht, wie sich beispielsweise Rußpartikel unter der Sonneneinstrahlung verändern. Hier drin läuft genau das Gleiche ab, was auf dem Weg zwischen den Emissionen und dem Jungfraujoch auch in der realen Atmosphäre abläuft. In dem Sinne werden hier organische Kohlenwasserstoffe oxidiert durch das Sonnenlicht und Stickoxide und so weiter. Und diese oxidierten Produkte bilden dann neue Partikel und diese neuen Partikel wachsen durch Anlagerung weiterer Moleküle und werden mit der Zeit so groß, dass sie dann als Wolkenkondensationskeime fungieren und ebenfalls Wolkentröpfchen bilden können. Einerseits haben es die Wissenschaftler bei Wolken mit globalen Phänomenen zu tun. Andererseits gilt es beinahe mikroskopisch kleine Vorgänge innerhalb der Wolken zu messen und zu verstehen. Obwohl diese Messungen in der freien Natur äußerst schwierig sind, bereitet man solche in Leipzig vor. Es gibt bisher so auch keine Messung, die das jemals auch im Labor gemacht hat. Einen einzelnen Tropfen versucht zu verfolgen. Das wird jetzt zuerst wahrscheinlich in nächster Zeit durch ein völlig neues Verfahren, bei dem wir auch beteiligt sind, gemacht, indem man einzelne Tropfen mit einem Messgerät verfolgt. In der turbulenten Wolkenluft. Natürlich kann man das nur über ein paar Meter machen, dann ist das Experiment zu Ende. Dann rennt der Schlitten oder auf worauf auch immer sich die Messapparatur befindet, gegen die nächste Wand. Aber sowas wird versucht, weil die Verhältnisse so kompliziert sind. Auch an der Universität im nordenglischen Leeds beschäftigen sich Atmosphärenforscher mit Messungen in Wolken. Die Gruppe um Professor Ken Carslaw hat auch herausgefunden, dass sich Wolken gegenseitig beeinflussen und so selbst organisieren. Wolken haben die Tendenz, sich gegenseitig zu beeinflussen. Und das ist sehr spannend. Eine Wolke kann dazu führen, dass sich eine weitere Wolke bildet. Und die bildet wiederum weitere. Das ganze System organisiert sich selbst. Und so etwas kann dann im Sommer zu heftigen Niederschlägen führen. Wenn Sie Wolken nur vom Boden aus beobachten, wird so etwas nicht ersichtlich. Ich führe meine Forschungen mittels Modellen, die auf Supercomputer laufen. Die eigentlichen Messdaten dafür gewinnen wir von Ballonen und Flugzeugen, die in oder über Wolken fliegen und sie von innerhalb beobachten. Andere Beobachtungen und Daten gewinnen wir aus dem Weltall. Seit dem Jahr 2000 sammelt der NASA-Satellit Terra Daten über Wolken und über die Verschmutzung in der Troposphäre. Terra ist das Flaggschiff des NASA-Erdbeobachtungssystems, das aus rund 25 Satelliten besteht. Wolkenbeobachtungen aus dem Weltall, die über einen längeren Zeitraum gemacht wurden, legen den Schluss nahe, dass sich die Bewölkung der Erde verändert hat. Wir wissen aber nicht genau, welche Arten von Wolken sich verändert haben, ob es sich um hohe oder niedrige Wolken handelt. Als erster Satellit kann Terra durch hochgelegene Wolkendecken durchsehen und auch tiefer liegende Wolkenschichten ausmessen. Doch seit einiger Zeit sorgen sich NASA-Wissenschaftler über eine mysteriöse Entwicklung an der Grenze zwischen Atmosphäre und Weltall. Die NASA hat deshalb im April 2007 einen neuen Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Der AIM-Satellit soll die höchstgelegenen Wolken in der äußeren Atmosphäre der Mesosphäre ausmessen, auf 50 bis 80 Kilometern Höhe. Diese Wolken bilden sich im Sommer über den Polen. In den letzten Jahren sind sie häufiger geworden und während sie früher nur im hohen Norden zu sehen waren, können sie heute zunehmend auch in gemäßigten Zonen beobachtet werden.
Nachtleuchtende Wolken sind Wolken, die sich in 90 Kilometer Höhe in der Mesosphäre, der höchsten Schicht der Atmosphäre, bilden. Die meisten Wolken befinden sich unterhalb von 20 oder sogar 10 Kilometer. Diese nachtleuchtenden Wolken bestehen höchstwahrscheinlich aus Eispartikeln. Wir würden sie gar nicht sehen, wenn sie nicht während der Dämmerung von der tiefstehenden Sonne beleuchtet würden. Erst dann sieht man sie als sehr helles Wolkenband gegen den dunklen Nachthimmel. Es sind sehr dünne Wolken, die keinen unmittelbaren Einfluss auf das Klima haben. Es könnte aber sein, dass sie eine Art Barometer für den Klimawandel sind. Während sich die tiefer gelegene Atmosphäre erwärmt, kühlt sich die oberste Schicht ab. Und diese tieferen Temperaturen führen dazu, dass nachtleuchtende Wolken weiter verbreitet und häufiger werden. In letzter Zeit werden nachtleuchtende Wolken immer häufiger auch in unseren Breitengraden beobachtet. Das ist ein wichtiger Aspekt des Klimawandels, der nicht nur aus der Erwärmung der Erdoberfläche besteht. Ich sehe das vermehrte Auftreten nachtleuchtender Wolken als Vorzeichen drohenden Unheils. Sie sind ein Ausdruck unserer problematischen Beziehung zur Atmosphäre. Sie scheinen mir Ausdruck einer tiefgreifenden und besorgniserregenden Veränderung. Die spektakulärste Wolke findet sich aber ganz in Bodennähe, in Australien. Ich bin für diese Wolke nach Australien, ins nördliche Queensland gereist, in einen Ort namens Burketown in der Savanne. Man muss sehr früh aufstehen, warten und hoffen, dass die Wolke kommt. Ich bin sehr oft früh aufgestanden und habe auf ihr Erscheinen gehofft. Ich war nicht der Einzige, auch viele Segelflieger treffen sich dort. Ich denke, es ist eine der dramatischsten Wolken überhaupt. I think it's one of the most dramatic clouds in the world. It's a long tube of a cloud. Es ist eine lange Wolkenröhre, die sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Kilometern vorwärts schiebt. Sie ist unglaublich lang, mit 1000 Kilometern länger als Deutschland oder Großbritannien. Germany, the length of Britain, 1000 kilometers in length. Die Morning Glory-Wolke bewegt sich in einer Luftwelle und die Segelflieger surfen auf dieser Luftwelle, indem sie sich auf der Mitte der Wolke platzieren. So wissen sie genau, wo sie den gewünschten Auftrieb erhalten. Es war eine fantastische Erfahrung. Alle meine Freunde hielten mich für verrückt, nach Australien zu fliegen, nur um eine Wolke zu sehen. Als ich ging, da lachten sie mich aus. Aber als ich wieder zurückkam, da lachte ich. Aus Liebe zu den Wolken hat Gavin Prattopini auch eine Gesellschaft der Wolkenliebhaber ins Leben gerufen. Im Internet können sich die Mitglieder der Gesellschaft über besondere Wolken unterhalten, ihre schönsten Wolkenbilder oder Wolkengedichte veröffentlichen und die Wolke des Monats wählen. Das Manifest der Gesellschaft der Wolkenliebhaber, gelesen von ihrem Verfasser. Wir glauben, dass Wolken zu Unrecht verleumdet werden und das Leben ohne sie unendlich viel ärmer wäre. Wir halten Wolken für die Poesie der Natur und die demokratischste ihrer Schönheiten, da jedermann einen fantastischen Blick auf sie hat. Wir geloben, den blaue Himmelkult zu bekämpfen, wo immer wir ihn antreffen. Das Leben wäre langweilig, müssten wir jeden Tag zu einer wolkenlosen Monotonie aufblicken. Wir streben danach, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Wolken die Stimmung der Atmosphäre ausdrücken und gelesen werden können wie die Gesichtszüge einer Person.
Wir glauben, dass Wolken für Träumer da sind und ihr Anblick der Seele gut tut. Fürwahr, jeder, der über die Formen nachdenkt, die er in ihnen erblickt, erspart sich die Kosten für den Psychoanalytiker. Deswegen sagen wir allen, die zuhören, schaut empor, bestaunt die vergängliche Schönheit und lebt euer Leben mit dem Kopf in den Wolken. Sahn, Wolken, Klimafaktor und Wettermaschine. Die DVD dieser Sendung mit ausführlichem Bonusmaterial wie den schönsten Wolkenbildern aus aller Welt ist erhältlich bei NZZ-Format, per Post, per Fax oder über Internet.